Hey, hallo Leute, ich habe mal wieder was Neues, Altes oder was Neues, Gebrauchtes gegönnt. Und hier ist er, der Bestbean Cloud Car. Ich bin im Augenblick so ein bisschen im Bestbean-Fieber, anders kann man es glaube ich nicht nennen, weil ich einfach, ja, ich bin Empire Strikes Back Fan, sowieso, das ist mein Lieblingsfilm. Und Bespin ist eine besonders schöne Welt mit der Wolkenstadt. Und das war ein schönes Angebot bei eBay mit Originalkarton, allerdings schon geöffnet. Egal. Ja, diese neuere Variante, die ist von 2010. Auf der Verpackung ist ein Klonsoldat. Ich bin jetzt nicht sicher, zu welcher Reihe das gehört. Ich bin da nicht so der Sammler, der sich damit beschäftigt, welche Waves wie heißen oder was genau wo dazugehört. Das ist jedenfalls die neuere Version, nicht die Vintage-Version. Die möchte ich mir eventuell auch noch holen. Müssen wir mal schauen mit dem Preis. Wenn ich das richtig gesehen habe, schenken die sich eigentlich nicht viel im eBay. Mit im Originalkarton war ein Diorama, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, als Inlay quasi drin. Bespin Cloud Cars oder auch Doppelkapselwagen fliegen in Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter durch Bespins Wolkenstadt. Cloud-Wagen wurden so konzipiert, dass sie zwei Cockpits haben, die mit einem kleinen Abteilblock verbunden sind. Es war oft eine rot-orange Farbe, wobei jedes Cockpit in einer Schuhform angeordnet war, wobei sich das Glas auf der Zunge des Cockpits befand. Wie der Rest von Cloud City wurden Cloud Cars entworfen, um einen raffinierteren Art Deco-Stil wiederzuspiegeln. Innerhalb des Star Wars-Universums wurden diese Wolkenautos offiziell als Storm 4 Twin Pod Modelle bezeichnet und von Bespin Motors speziell als atmosphärische Patrouillenboote gebaut. Die ungewöhnlichen Fahrzeuge bestehen aus zwei separaten Kapseln, die miteinander verbunden sind, eine für einen Piloten und die andere für einen Schützen. Er kann dank einer Kombination aus Repulsorliftantrieb und Ionentriebwerk eine niedrige Umlaufbahn erreichen und Geschwindigkeiten von 1500 km pro Stunde erreichen. Jede Kapsel ist mit einer leichten Blasterkanone bewaffnet und mit einer Panzerung und einem gepanzerten Baldachin geschützt. Während normalerweise die Backbordkapsel den Piloten und die Steuerbordseite den Schützen beherbergt, enthalten beide Pods die gesamte Ausrüstung, die erforderlich ist, um eine der beiden Rollen im Falle einer Beschädigung zu erfüllen. Diese ziegelfarbenen, atmosphärischen Fahrzeuge bewahren den Frieden am Himmel von Bespin. Ja, und wo wir schon bei Dioramen sind, jetzt wollen wir schauen, wie sich der Cloudcar in meinem großen Bespin-Diorama macht. Hier sehen wir Lando und den Falgary X. Lando macht eine kleine Spazierfahrt mit Leia, oder es könnte ja auch jemand anders sein, mit schönem Bespin-Outfit. Hier Lobot und die Piloten sprechen sich ab, welche Route, welche Tour, wann geflogen wird. Das ist quasi hier der große Hangar, vielleicht auch so eine Art Taxistand, wenn man den Cloud Car als Wolkentaxi auch bezeichnet. Naja, das kann ja jeder für sich entscheiden, für was er den nachher genau nimmt. Ich hätte jetzt gerne noch den Vintage hier, um einen direkten Vergleich zu ziehen. Ist leider noch nicht so. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und seid auch beim nächsten Mal dabei.